Europa. Nichtsdestotrotz war ich in der Vergangenheit schon im Open-Thema unterwegs und habe dies auch schon letztes Jahr hier kundtun dürfen, unter anderem mit Linux und Power von der IBM. So, nochmals meine Frage ans Publikum. Wer ist mehr in der strategischen Ausrichtung, Start-up oder mehr Techie? Dürfte ich vielleicht kurz um Handzeichen bitten? Wer ist Techie? Okay, das sind die Deep Dive-Leute. Start-up, hochinteressiert. Okay, dann wird es wohl der Rest sein. Dann gehen wir da mal durch. Also, was wollen wir tun? Die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist immer für uns, was ist Open? Und diese Frage haben wir im Vorfeld natürlich auch hier besprochen, weil es darum ging, können wir vor allem eins mit Linux und Power, was ich vorab verantwortet hatte, unter anderem auch mit HANA und Power, können wir damit einsteigen und was bedeutet das in der neuen Welt? Auf die Frage hatte ich dann eine klare Antwort. Ich mache eine neue Tätigkeit und bin jetzt in Object Storage. Warum Object Storage? Die Firma IBM hat CleverSafe vor einiger Zeit gekauft, sprich exakt vor 4 Monaten. Und in diesem Fall ist jetzt gerade die Integration innerhalb der IBM und wir haben auch uns damit auseinandergesetzt zum Thema Open. Was es bedeutet. Letztendlich ist es Ihnen oder meistens diesen technisch versierten Kollegen unter uns hier durchaus bewusst, dass hier CleverSafe das Produkt in Object Storage natürlich nicht open ist. Es ist wirklich gekapselt. Aus welchem Grund ist es gekapselt? Aufgrund von vielen Erfahrungen, die man oftmals macht. Und es stellt sich auch die Frage, muss alles offen sein? Wir sagen ja, aber nicht zu jedem Preis, vor allem dann, wenn es an die Patente geht und auch Ideen einfach schlichtweg fremd entwendet werden. So. Letztendlich ist aber die Welt, und das ist vor allem im Open-Bereich, natürlich explodiert. Die Daten explodieren, unstrukturierte Daten sind explodiert. Wir haben allesamt, ich glaube, es gibt noch 1%, die kein Smartphone besitzen. Wir haben viele unstrukturierte Daten, allein schon, wenn wir an unsere E-Mails denken. Wir haben vor allem auch viele, viele Bilder. Und das heißt vor allem, wie können wir das Ganze speichern? Die Kosten sind immens, sind exorbitant nach oben geschossen. Und man hat natürlich nach Lösungen geschaut, dass man das ganze Thema vor allem eins, kostensparend und kostensenkend einsetzen kann. Dementsprechend hat man sich hier dann entschieden, das Ganze objektiert, also objektbasierend, zu bündeln auf mehrere kleinere Server. In diesem Falle ist die Mindestanzahl 9 Stück, wo man dann dementsprechend die kleinen alles aufteilt in Fragmente und dann dementsprechend wieder zusammensetzen kann. Das sind die kleineren Dinge wirklich im High-Level-Overview, wie man so schön sagt. Von der Präsentation möchte ich ja gerne ein Stück weit abweichen. Das ist der Standard, den wir haben und betreffend auch hierzu kann man auch sehen, was vorgesetzt wird und vor allem in welche Richtung man gehen möchte. Es ist vor allem eins, dass man schauen muss, wie kann man das Ganze skalieren und vor allem, wie flexibel bin ich dabei. Und dabei sind wir wieder bei dem Punkt, wenn Sie neu beginnen wollen, vor allem aber auch in dem Bereich von Open, und da Sie in Start-up-Unternehmen tätig sind, gucken Sie nach kostengünstigen Möglichkeiten und Intentionen. So, vor allem müssen wir eins immer beachten, und das ist sehr, sehr wichtig für uns allesamt, was sind unsere Kosten? Welches Problem haben wir derzeitig? Was ist mein Bedarf? Und vor allem eins, was ist mein Bedürfnis? Also schlichtweg, auf was muss ich achten, dass ich früher oder später für mein Unternehmen profitabel werde? Dementsprechend haben wir hier diese Daten und das beschreibt ganz einfach diese objektbasierende Technologie. Wenn wir hier weitergehen, sprechen wir auch vor allem immer in der Cloud. Storage in der Cloud ist ein heißes Thema. Natürlich ist es das Key-Thema schlechthin. Vor allem, wenn man aus der Cloud, man kauft sich, wie sage ich immer so gern, nicht eine ganze Kuh, um ein Glas Milch zu trinken, sondern lediglich immer ein Stück daraus. Dementsprechend hatte man aber innerhalb einer Cloud immer Schwierigkeiten, hier auch den Storage dementsprechend zu verbinden. Es werden viele Themen oftmals verwechselt oder gemischt. Das heißt, was ist on-premise? Das heißt, eine einfache Lizenz, die ich auf einen physischen Server installiere, als aber auch, was ist Cloud? Und man verwechselt oftmals Service-Dienstleistungen in der Cloud mit auch physischen Daten. So. Natürlich muss man für sich grundsätzlich immer herausfinden, was möchte ich haben? Möchte ich das Glas Milch oder möchte ich gleich die ganze Kuh, den ganzen Bauernhof? Letztendlich muss man für sich dieses entscheiden und dann herausfinden, wo ich die bestmöglichen Angebote finden kann. Und wir denken von unserer Seite aus, dass das immer noch open ist. Open in dem Sinne, dass Sie offen sind mit diesen Punkten und Performances, die Sie benötigen, sprich also all Ihre Anforderungen, die Sie haben, vor allem das sogenannte Requirement, was Sie auch gegenüber Ihrer Firma darstellen.
Auf der nächsten Seite, und das ist natürlich, was für uns durchaus Key-Element ist, ist die Gartner-Studie. Vor allem, weil diese Studie unabhängig entstanden ist. Hier sind wir auf Marktplatz 1 und das ist natürlich gegenüber dem Wettbewerb perfekt zu positionieren. Letztendlich muss man aber immer für sich herausfinden, was möchte ich für mich finden. So, ohne dass wir hier die ganzen Schlagworte im Marketing, als aber auch in den ganzen Verkaufs- und Sales-Varianten verwenden, ist es hier sehr, sehr wichtig zu verstehen, wo können wir uns differenzieren gegenüber den anderen Mitbewerbern, Marktbegleitern. Mit Gartner haben wir hier folgendes Statement, dass die Daten vor allem managebar sind und vor allem, dass sie hier die Technologie haben, alles aus einer Hand, die IBM letztendlich vervielfältigt und darstellt. Geben Sie uns aber trotz alledem auch ein Stück weit Zeit. Die Firma ist neu, letztendlich ist Cleversafe ein Startup innerhalb Big Blue und wir versuchen das Ganze jetzt zu integrieren, ready to go zu machen und meine Aufgabe in dem Fall ist es vor allem den Channel zu bedienen, in Nordosteuropa und dementsprechend hier auch herauszufinden, wo wir die besten Möglichkeiten haben. Also für Sie zusammenfassend ist es auch so, dass wenn Sie jetzt Fragen haben, ob es jetzt betreffend ist Object Storage oder auch die Zusammenarbeit oder Investition, Unterstützung gegenüber Ihnen mit Cloud, haben wir natürlich mit Software das perfekte Medium. Wir haben mit der IBM Cloud ein perfektes Medium und können dementsprechend dann auch immer wieder vorwärts gehen und können sagen, okay, hier haben Sie alle Möglichkeiten. Die Differenzierung haben hier nochmals dargestellt. Bitte verzeihen Sie, dass ich wirklich nicht der Supertechniker bin vor dem Herrn, das gebe ich zu. Und Sie können eins davon ausgehen, mir war es wichtig, vor allem mit Mario Behling, als wir darüber gesprochen haben, ich gesagt, okay, ich versuche einen Vortrag zu organisieren. Ob ich in 3 Tagen ein technisches tiefes Wissen hinbekomme, möge ich bezweifeln, aber nichtsdestotrotz dürfen Sie auch einzustehen, dass viele meiner Kollegen heute den Feiertag im Restdeutschland genießen und ich nur heute Morgen die Freude hatte, da mit meinem englischen Manager zu kommunizieren, der dann gesagt hat, super, das ist wirklich mutig, dabei schon auf die Bühne zu gehen. Aber ich sage mir, wenn es Fragen gibt, ihrerseits, die in die Tiefe gehen, dann komme ich nicht mit der Floskel, ich nehme es mit und Sie hören mich nie mehr, sondern kommen Sie wirklich auf mich zu. Wir gehen gerne in die Diskussion oder ich vermittle Sie dann zu den richtigen Ansprechpartnern oder Sie melden sich auch hier in der Organisation, im Team, dass wir dann die Fragen mit aufnehmen, auch dann dementsprechend das Ganze verbinden. Wichtig ist, dass wir den Kontakt zu Ihnen haben und Sie dementsprechend dann diese Thematiken auch bearbeiten können. Vor allem eins ist noch wichtig, die Einsparung. Und wenn einer immer die letzte Frage stellt, ist es logischerweise, wo kann ich es einsetzen? In welche Bereiche möchte ich es einsetzen und vor allem, was kostet es? Sagen wir mal so, immer vorbehaltlich Ihrer jeweiligen firmlichen Situation ist es im Bereich, dass Sie zwischen 1 und 3 Cent pro Gig liegen. Das sind Preise, wo wir durchaus mehr als marktfähig sind. Sie müssen sich aber auch immer im Klaren sein, für was benötigen Sie diese ganze Thematik und welchen Einsatz möchten Sie damit tätigen. Fortführend ist es natürlich auch klar, dass wir das Ganze skalieren wollen. Klar, wir haben die effiziente Möglichkeiten. Sicherheit ist extrem wichtig und Sie möchten das Ganze natürlich managen. So, in diesem Bereich muss man natürlich immer darauf achten, in welcher Art und Weise diese Plattform vor allem arbeitet. Das können Sie anhand dieser Charts dann erkennen, wo Sie sehen, wie Cleversafe in der Plattform vor allem dann auch tätig ist und vor allem, welche Möglichkeiten Sie haben. Die Einsatzbereiche sind vielfältig. Wie ich schon eingangs sagte, es sind Medien. Logischerweise haben wir hier dann ein Beispiel von Sky in England, ist einer der größten. Dann gibt es die anderen, die wir vielfach verwenden. Unter anderem Apple ist ein Referenzkunde, Sky ist ein Referenzkunde, die das Ganze einsetzen und die Technologie für sich zunutze machen, um das Ganze kostensparend und vor allem auch speicherintensiv umsetzen können. Denn die Daten kennen Sie selber, ob ich jetzt iTunes nenne, ob ich jetzt auch gehen wir in den Healthcare-Bereich, sprich Krankenhäuser. Sie müssen heutzutage jeden Arztbericht wirklich aufschreiben, notieren, jede Operation wird gefilmt. Diese Daten an Filme sind explosiv, muss man tatsächlich sagen, nicht im Sinne, dass es gesprengt wird, sondern einfach an der Menge.
Das ist wirklich elementar. Und wenn Sie dann wiederum auch mit den ganzen Bildern die Videoverarbeitung erkennen, dann muss man danach natürlich auch achten. Unsere Problematik ist aber oftmals, dass Sie zwar die Daten speichern können, aber wir können sie oftmals dann wiederum nicht verteilen. In der Cloud haben wir jetzt somit dann Lösungen gefunden, dieses aufzuteilen, zu verkleinern und dann wiederum zusammenzufügen, damit Sie dementsprechend die bestmöglichen Daten haben in schnellster Art und Weise. Ansonsten kommen wir in die endlosen Diskussionen, welches Speichermedium ist hot? Hot im Sinne von, was bringt es mir an Schnelligkeit? Nehme ich SSD, nehme ich einfache Libraries, sprich Bänder, oder gehe ich weiter in die Tiefe und ich muss da schnell sein? Das ist die Technologie, die Sie letztendlich abdecken wollen und abdecken müssen oder auch sollen. Sky ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Ich glaube, jeder kennt es. Und was wir oftmals damit vermitteln, ist vor allem ein Punkt, wir gucken ins Fernsehen und glauben, diese statische Klotze wäre das Einzige, was wir noch haben. Wir haben mittlerweile, wenn Sie Programme anschauen, gibt es einen sogenannten Second Screen. Das ist vor allem in Holland sehr beliebt, dass Sie neben dem laufenden Programm noch Zusatzinformationen bekommen. ZDF macht das auch, zur EM wird es exorbitant nach oben gehen. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Kaufe ich mit 5 Millionen Stück Server für diese 2, 3, 4 Wochen oder für dieses eine Thema, oder kann ich mir das temporär einfach zugute halten und einfach buchen? Und dementsprechend kann man damit dann vorgehen. Und letztendlich ist es auch so, dass jeder Cloud-Anbieter auch seine Daten schützen muss, vor allem auch speichern muss. Und wir müssen auch hier die Größe beachten. Wir haben ja nicht endlose Bauflächen, dass wir da weiß Gott wie viele Millionen Server reinstellen. Also hat man auch da wiederum den Antrieb gehabt, nach Technologien zu schauen. Natürlich ist jetzt der nächste Schritt, und vor allem, ich sprach ja auch von unstrukturierten Daten und Bilder etc., ist viele Personen, und ich habe selber auch schon erlebt, wenn man unterwegs ist, gibt es tatsächlich Kollegen von mir, die gucken auf einmal Sky Fußball während dem Laufen, wo ich sage, na super Idee, eigentlich wollten wir es doch unterhalten, gucken uns die Stadt an, gucken die Sky to go. Jetzt denken Sie mal ein Stück weit nach, gehen Sie mal zurück, wenn Sie mit einem tragbaren Gerät wirklich so Fernsehen geschaut haben oder Medien verarbeitet haben. Es ist wirklich ein Wahnsinn, und genau diese Daten explodieren auch schon wieder. Also das ist wirklich der Schritt in die Zukunft. Und oftmals hat man Cloud gesagt, naja, da kriege ich alles raus. Man hat sich aber wenig Gedanken gemacht über die jeweilige Technologie, wie das Ganze verarbeitet wird. So. Hier in diesem Fall geht es vor allem dann auch eins, dass der Kunde dementsprechend das Ganze auch managen kann. Das sind, tief gesagt, vor allem eins, wie kann ich vorangehen, mit wem muss ich sprechen, wie viele Anbieter habe ich. Wenn wir weitergehen, sehen wir natürlich dann noch die technische Aufbereitung, was es dafür, was es da bedeutet. Dann auch die Preise, lassen Sie sich von den Preisen bitte nicht schocken. Das ist immer die gleiche Diskussion. Es sind Listpreise. Es sind Standard-Discounts, die hinterlegt werden. Letztendlich kommt es auf Ihre Person drauf an. Wie schon gesagt, muss man, oder auf Ihre Firma natürlich auch, logisch, dass Sie dann dementsprechend dann das Ganze berechnen und wir dann auch mit Ihnen in Konsens gehen und dann herausfinden, was für Sie das Beste ist. Wie schon gesagt, wir müssen ein Problem fixen. Wir müssen vor allem Ihren Bedarf ermitteln und letztendlich müssen wir Ihre Bedürfnisse befriedigen, in dem Sinne mit den bestmöglichen Lösungen. Cloud Object Search hatte ich vorher schon eingangs kurz erwähnt gehabt. Sie sehen hier auf der rechten Säule auch das Preisgefüge. Es ist in Cent-Dollar wohlgemerkt pro Gig. Ich glaube, damit kann man sich ganz gut blicken lassen. Man darf aber auch die Augen nicht verschließen vor Marktbegleitern, die da durchaus unterwegs sind und auch ihre Preise machen. Sie müssen nur eins immer beachten, was bekomme ich? Schauen Sie es an. CleverSafe ist nichts anderes als aber auch, das muss man fairerweise sagen, ein sehr junges Unternehmen. Sehr jung im Sinne von IBM, logischerweise von 4 Monaten. CleverSafe ist seit 2004 am Markt. Wir haben weltweit betrachtet über 100 Kunden. Nicht jeden Kunden darf ich vor allem als Referenzkunden nennen. Okay, kein Thema. Ich hoffe, da ist mehr als nur Cola drin. In dem Sinne. Und Sie haben damit auch die Möglichkeit, immer wieder auf Referenzen zurückzukommen und aber auch zu sagen, was sind unsere Erfahrungswerte. Erfahrungswerte sind für mich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, da ich aus dem SAP-Umfeld komme, mehr als wichtig, denn wenn man es sieht, es muss laufen. Letztendlich muss es Sie herzlichst wenig interessieren, was da drunter steckt. Sie müssen schauen, was können wir damit tun. Wenn ich jetzt den einen oder anderen Techie anspreche, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder ist es derjenige, der sich damit beschäftigt. Das sind die Beta-Versionen und möchte mit eintauchen. Herzlich willkommen.
gerne auf uns zukommt, vermittle ich sofort die Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Die zweite Möglichkeit ist der Techie, der Administrator innerhalb des Unternehmens, der sagt, was ist die bestmögliche Lösung für das Unternehmen und wie können wir uns hier vor allem gewinnsteigernd und vor allem wettbewerbsfähiger machen gegenüber den Konkurrenten. Das sind die Punkte, die Key-Punkte letztendlich, die man auf der rechten Seite sieht, aber letztendlich konzentrieren wir uns eher hier auf links. So, wir haben hier auch vorab, habe ich mir erlaubt, die Kontaktdaten für DACH einzutragen. DACH heißt bei uns Deutschland, Schweiz und Österreich. Jetzt nicht wundern mit der Übersetzung, dass D für Deutschland steht, A steht für Austria und Schweiz kennen wir dann auch dementsprechend. Telefonnummern sind dabei. Ansonsten kriegen Sie natürlich die auch von mir als zentraler Kontakt und Anlaufpunkt von hier im Organisationsbüro. Wir haben hier nochmals ganz klar die Thematiken dargestellt. Zusammenfassend sind es Bilder, sind es Videos, sind es Herausforderungen, die wir am Markt letztendlich haben. Sie können selber von sich ausgehen, wo Sie unstrukturierte Daten haben, die Sie A strukturieren wollen. Wo wollen Sie die ganzen speichern? Dann in welchen Bereichen möchten Sie tätig sein? Ist es zum Beispiel hier die Charité? Ich kann Ihnen sagen, Ärzte, wenn Sie mich fragen, was machen Sie beruflich und ich das erwähne, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe keinen Arzt mehr vor mir, sondern die komplette IT-Abteilung vom ganzen Krankenhaus. Ich habe nicht 500 Ärzte, sondern 500 ITler und die mich jedes Mal dann erschlagen, wie kann ich meine Zeit sparen? Und als ich diesen Erstkontakt hatte, war ich extrem geschockt, wie viel Zeit die verbringen, nicht nur, dass sie, weiß Gott, wie viele Stunden wirklich im OP stehen oder Bereitschaft haben, weit über 24 Stunden. Wir diskutieren über 10 Stunden Arbeitsschutzgesetz. Die machen 24 Stunden, haben die danach noch wirklich den operativen Bereich und müssen die ganzen Berichte schreiben. Und da müssen das Ganze speichern, da müssen das alles schnellstmöglich wieder haben, wenn es zu irgendwelchen Diskussionen kommt am Patienten. Extrem wichtig. So, und da bin ich das erste Mal wirklich siedenteils in Kontakt damit gekommen, um auch festzustellen, okay, wo können wir behilflich sein? Und das ist eine Lerngruppe, gebe ich ganz offen zu, aber auch hier haben wir, und klar, liegt auch anhand der Firma, an unseren Produkten, haben wir auch mit Watson, was, glaube ich, jeder durchaus durch die Presse kennt, die Technologie von Watson, die wir letztendlich auch hatten, mit Linux und Power, eine offene Distribution, die Möglichkeit, hier auch wiederum unterstützend zu helfen und das Ganze zu analysieren. Analyse, also wie sagt man so schön, Analytics, Big Data oder aber auch große Daten einfach zu strukturieren. Das ist letztendlich auch immer eine Frage, wie man es dann letztendlich abspeichert, wie man es wiederfindet. Und das bleibt es letztendlich. Es ist eine offene Diskussion. Bleiben Sie vor allem auch offen. Und ich möchte jetzt nicht großartige Slogans verwenden, aber Open Your Mind heißt auch, nach Lösungen zu schauen, die durchaus geschlossen sein dürfen. Deswegen wollte ich auch heute hier ganz klar sagen, dass wir nicht immer alles unter Linux bekommen, natürlich, aber wir können nicht alles immer öffnen. Das Produkt läuft unter Linux, aber wir können es nicht öffnen. Es muss auch geschlossen bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. So, und das sind Erfahrungen, die ich sagen möchte. Nichtsdestotrotz, abschließend, und damit habe ich, glaube ich, durchaus ein wenig Zeit aufgeholt, obwohl wir noch ein wenig Zeit hätten, können wir dann in Fragen eintauchen. Ist es so, dass Sie hier auf uns zukommen können? Und das wäre jetzt von meiner Seite aus erstmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie mich jetzt angehört haben. Der ein oder andere mich vielleicht auch ertragen hat. Aber verzeihen Sie mir jetzt hier diesen Motivationsschub. Ich bin nämlich exakt vor 10 Minuten hier erst angekommen, weil ich ganz locker unterschätzt habe, aus dem tiefschwäbischen Stuttgart, dass es hier doch eine größere Stadt gibt mit 3,5 Millionen, die meinten, wir sind heute alle draußen auf der Straße und ich fahre mit dem Auto ganz locker und alles wartet nur auf mich und ich kriege den Parkplatz vor der Haustür, was tatsächlich funktioniert hat. Also gehen wir rein und dann würde ich jetzt sagen, Feuer frei für Fragen und die können auch komplett anders sein. Es muss nicht nur dieses Thema sein. Herzlichen Dank. Fragen. Wer hat Fragen? Und bitte, geben Sie mir die Chance zu antworten. Wo werden denn die Daten gespeichert? Also in welchem Land? Bitte? In welchem Land werden die Daten? Deutschland. Deutschland. Ja, Sie haben die Möglichkeit, in vielen Rechenzentren dieses Ganze natürlich zu hinterlegen. Aber wenn wir jetzt die Diskussion anfangen mit Datenschutz, Deutschland. Sonst hätten wir ein ganz, 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 ganz dickes Problem. Die Diskussion wollen wir nicht anfangen. Es gibt die Cloud-Zentren. Sollte man aber erwähnen. Gut, war ich jetzt vielleicht ein bisschen voreilig, dass ich das vorausgesetzt habe. Aber in unserer Welt haben Sie vollkommen recht. Weitere Fragen? Ja, gerne. Wenn die Betreuung dann nicht offen sind, ja, dann sind Sie eigentlich nicht
Wenn sie nicht offen sind, sind sie nichts wert. Oh, ja. Muss ich mich da jetzt einfach drauf verlassen, dass die WM bei den Runden ist? Oh ja. Okay. Guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt. Ja, sorry. Also es ist, ja, wie beantworte ich das jetzt? Puh. Wir haben es geschlossen aufgrund Erfahrungen, dass man patente Ideen und Umsetzungen nicht artgerecht verwendet hat. So ist der eine Punkt. Krypto-Algorithmen müssen offen sein, damit man sie kontrollieren kann. Und Krypto-Algorithmen sind nicht patentierbar, weil sie Mathematik sind. Ja. Und deswegen ist es. Kürzen wir es ab. Ich kann es Ihnen jetzt nicht abschließend beantworten. Wenn Sie mir die Chance geben, nehme ich es mit. Ich würde es dann dem Team hier zur Verfügung stellen oder Ihnen persönlich mitgeben. Tut mir leid, liegt vielleicht auch an meiner Unwissenheit, dass ich noch nicht allzu lange da drin in der Tiefe stecke. Okay? Natürlich. Aber auch das ist logischerweise immer ein Diskussionspunkt, wo man finden muss. Wir haben jetzt sogenannte Appliances. Es sind also vorgefertigte Maschinen inklusive der Software, die Sie einsetzen können. Da müssen wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann ist es eine kaufmännische Diskussion, die Sie immer haben. Also sprich, wie viel haben Sie? Wie viel möchten wir Ihnen geben? Ganz einfache Diskussion. Ich glaube, da kommt man auch zusammen. Weitere Fragen aus dem Auditorium noch? Ich weiß jetzt nicht, ob der Nachredner auch schon da ist. Vom Zeitlichen her sind wir gut unterwegs. So, ich glaube, dann gibt es auch von der rechten Seite keine Fragen. Oder gab es von Ihnen Fragen? Habe ich sie übersehen? Glaube ich nicht. Dann können wir eigentlich das Thema abschließen. Dann sage ich recht herzlichen Dank und hoffe, dass ich das ein oder andere Ihnen vermitteln konnte. Vielen Dank. Merci. So, jetzt fangen wir an mit unserer...